Was geht ab, Freunde? Ich möchte ganz gerne heute mal mit euch über Season 3 von Battlefield 2042 sprechen. Und man könnte natürlich sagen, das wird jetzt wieder so eine Art Review von mir. Ich möchte einfach mal meine Erfahrungen teilen mit der neuen Season. Was finde ich gut? Was finde ich schlecht? Was hat gut funktioniert? Was nicht? Was fehlt dem Spiel noch? Ist es jetzt besser als vorher? Würde ich eine Kaufempfehlung rausgeben für die Leute? All das würde ich ganz gerne mit euch in diesem Video besprechen. Kommen wir mal zur Karte Speerspitze bzw. Spearhead. Da muss ich ganz ehrlich sagen, dass diese Karte für mich mit Abstand die beste All-Out-Warfare-Karte ist, die sie aktuell im Spiel haben. Mit Abstand. Außer natürlich Orbital ist auch eine gute Map und ich würde aktuell zumindest sagen, Orbital wäre für mich eine 7 von 10 und ich würde auch sagen, dass Speerspitze für mich eine 8 von 10 ist. Ich vergleiche das jetzt gar nicht mit Karten aus anderen Battlefield-Titeln, sondern mit dem, was sonst in 2042 drin ist. Und deswegen kriegen die auch so hohe Bewertungszahlen von mir. Ich war am Anfang etwas skeptisch wegen der Deckung, vor allen Dingen beim Capture-Event. Ich habe immer gesagt, dass das niemals genug sein wird, dass da viel zu viele Scharfschützen ein Fest daraus machen werden und so weiter. Ich muss aber ehrlicherweise sagen, trotz dass es nicht so viele Bäume gibt und Wälder oder weiß ich was, spielt die Map sich trotzdem gut. Weil die ganze Deckung zwar relativ überschaubar ist, aber trotzdem hat man sie im Sinne von Terrain. Also man hat dann halt Felsen und Erhöhungen, natürlich hier und da ein paar Gebäude und das reicht eigentlich auch in den meisten Fällen schon, um Gegner halbwegs ordentlich flankieren zu können und von einem Punkt zum nächsten zu kommen. Wobei ich hier sagen muss, etwas mehr Deckung zwischen den Eroberungspunkten, um etwas sicherer von einem zum anderen zu kommen, wäre auf jeden Fall sinnvoll gewesen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, es ist okay. Es ist nicht das Beste, aber es ist okay. Es gibt noch ein paar andere negative Aspekte, die ich gerne ansprechen würde. Und zwar zum einen der Luftraum. Den könnte man ein bisschen größer gestalten. Ich weiß jetzt nicht, ob DICE hingehen kann und das individuell je nach Fahrzeugtyp machen kann. Ich finde halt, für Jets könnte der Luftraum etwas größer sein, nach links und rechts zumindest gesehen, weil man sich sehr oft damit ertappt, einfach außerhalb des Spielbereichs zu fliegen, obwohl es eigentlich sogar hier Sinn machen würde, dass es ein bisschen größer wäre, damit man auch mehr Möglichkeiten hat zu drehen, seinen Jet besser zu kontrollieren, dass man auch Dogfights gegen andere Jets besser gestalten kann und so weiter. Ich glaube, der Map würde es gut tun, wenn der Luftraum, zumindest bezogen auf Jets, etwas größer wäre. Die Eroberungspunkte hätten sie auch etwas größer machen können, einfach den Bereich zum Capturen ein bisschen größer machen können, damit halt auch Fahrzeuge ein bisschen daran teilnehmen können, gerade beim Spawn, gerade beim Anfang einer Runde zum Beispiel. Und abgesehen davon ist es voll der Film, mit einem Fahrzeug überhaupt auf diesen Eroberungspunkt zu kommen, weil da so viel Deckung ist und da muss man da teilweise wie in der Fahrschule um so Hütchen fahren, damit du nicht irgendwo hängen bleibst, um an diesem Punkt teilnehmen zu können und die Capture Points zu bekommen. Wo ich mir dann wieder so denke, da ist predigt immer irgendwas von wegen Play the fucking Objective. Wo ich mir so denke, dann macht es halt auch attraktiv, nicht nur für die Infanterie, sondern auch für die Fahrzeugspieler, dass man an diesen Punkt kommt und da auch mit einnehmen kann. Was ich auch festgestellt habe, die neue Karte hat sogar Wettereffekte, die hat zumindest so ein bisschen, ja nicht unbedingt Sturm, aber ein bisschen Regen, leichter Regen und sowas. Ich dachte tatsächlich auch, dass es dann da so einen richtigen Sturm mit Tornado gibt. Ich meine, es kann ja auch sein, dass es sogar Stürme gibt mit Tornado und so weiter auf der Karte, aber es bisher noch gar keinem aufgefallen ist, weil die Wahrscheinlichkeit, dass das getriggert wird, viel zu gering ist. Das war ja bei Easter Eggs in Battlefield 5 zum Beispiel der Fall. Falls einer von euch also irgendwas dazu weiß oder sogar ein Tornado oder irgendwas in die Richtung erlebt haben sollte auf der neuen Karte, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, machen wir jetzt mal mit dem Panzer weiter. Der EMKV Thor ist eine absolute Maschine, genau wie ich es mir vorgestellt habe, und zwar Fahrzeug gegen Fahrzeug. Rasiert ihr mit dem alles weg. Egal ob Stealth-Hubschrauber, Condor, Superhind, andere Panzer, Hovercrafts. Ihr rasiert alles weg. Wenn ihr trefft, ihr müsst gut treffen können, aber wenn ihr treffen könnt, dann ist Feierabend. Also ihr macht unnormal viel Schaden, vor allen Dingen ihr bekommt relativ schnell am Anfang die neue, die andere alternative Kanone für diesen Panzer, die nochmal mehr Schaden macht und damit gewinnt ihr jeden Gunfight, wenn ihr gegen ein anderes Fahrzeug antretet, sofern ihr den ersten Schuss trefft und alle folgenden Schüsse natürlich auch treffen könnt. Ansonsten kann es sehr schwierig werden, aber man kann ja dann auch ein bisschen zurückfahren, reparieren und so weiter. Das Ding wird wahrscheinlich auch nochmal abgeschwächt, ich kann mir das gut vorstellen. Vor allen Dingen, wenn ich diesen Panzer jetzt vergleiche mit einem M1 A5 oder mit einem T28, sind die beiden Panzer ein absoluter Witz. Diese beiden Kampfpanzer können im Vergleich gar nichts. Der Bereichsschaden gegen Infanterie ist ein absoluter Witz. Der Schaden gegen Fahrzeuge ist im Vergleich zum Railgun-Panzer ein absoluter Witz. Es gibt also aktuell zumindest keinen Grund, einen ganz normalen Main-Battle-Tank zu spielen, wenn man den Railgun-Panzer hat. Er spielt sich geil, er sieht cool aus, er hat einen geilen Sound, es ist mal was Neues,
Ich find's cool, gefällt mir sehr, wird aber wahrscheinlich abgeschwächt, weil er zu stark ist. Bezogen auf die Rorsch bzw. das Railgun-Gewehr muss ich mich auf jeden Fall nochmal korrigieren. Am Anfang war ich sehr davon überzeugt, dass das Ding viel zu stark sein wird gegen Fahrzeuge, dass man die viel zu schnell kaputt schießen kann damit. Und ich bin auch immer noch der Meinung, dass das der Fall ist, wenn man sich mit einem ganzen Squad dazu entscheidet, diese Waffe zu spielen und diese Fahrzeuge zu jagen. Aber ich glaube, dass das einfach nicht der Fall sein wird, weil abgesehen davon, dass man mit dem Ding ganz gut snipen kann, sind die anderen Feuermodi absolut nutzlos. Man hat einmal das vollautomatische Magazin mit 20 Schuss, welches von jeder Maschinenpistole und jedem Sturmgewehr outgunnt wird, weil man einfach nicht das Aufladen hat und man hat viel mehr Schuss im Magazin. Und die Bullets to kill sind ungefähr die gleichen. Deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich etwas, ja, nicht unbedingt enttäuscht, aber ich habe mir die Railgun-Waffe auf jeden Fall stärker vorgestellt und irgendwie spannender, als sie jetzt letztendlich ist. Ist aber ganz cool, ist mal was Neues, ich beschwere mich darüber jetzt nicht. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von der Waffe haltet, sofern ihr sie schon freigeschaltet und gespielt habt. Dann gibt es noch die neue Shotgun, da brauche ich auch eigentlich nicht so viel zu sagen. Das Ding ist eine Shotgun, das tötet mit 1-2 Schuss auf kurzer Distanz. Mit Slug-Munition ist das Ding auch relativ stark, eigentlich sogar zu stark, genau wie die 12M Auto. Wird wahrscheinlich auch abgeschwächt, eines Tages vielleicht, wenn DICE erkennt, dass es bei Shotguns ein bisschen krass ist, auf 80 bis 100 Metern immer noch so viel Schaden zu machen. Die neue Pistole habe ich zwar noch nicht freigeschaltet, kenne sie aber vom Capture-Event und kann jetzt schon sagen, dass es für mich die beste Seitenwaffe ist von allen, die zur Auswahl stehen, wobei ich die Rex noch nicht habe. Die müsste ich vielleicht auch nochmal ausprobieren. Also entweder würde ich immer einen Revolver bevorzugen, die Rex ist ja auch ein Revolver, oder eben die neue Pistole. Die hat eine relativ hohe Feuerrate, halbautomatischen Modus, kann auf hohe Distanzen immer noch relativ präzise schießen und macht viel Schaden. Dann gibt es ja noch die Wurfmesser. Bei den Wurfmessern, ja, die sind im guten Spot, die kann man so lassen, wie sie sind. Es gibt natürlich so ein paar Clips von Leuten, die richtig damit ausgerastet sind und mega viele Kills damit gemacht haben. Aber ich denke, auch die sind eigentlich ganz gut gebalanced. Der neue Spezialist, ja, ist halt ein neuer Spezialist, hat eine neue Granatwerferwaffe, die vermutlich auch nochmal ein bisschen abgeschwächt wird, die ist ein bisschen stark. Wobei ich auch nicht viele Leute mit dem neuen Spezialisten und diesem Gadget rumlaufen sehe. In den Gebäuden nervt es halt, ne? Man hat dann immer die Problematik, dass dann da 1000 Stück von diesen Geschossen nur durch die Gegend fliegen. Teilweise kriegt man irgendwie noch übelst viel Schaden, obwohl man voll weit weg vom Explosionsradius dieses Projektils ist. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass es geschwächt wird. Eventuell bezogen auf die Anzahl der Schüsse, bezogen auf die Abklingzeit, wie oft du da neue bekommst und vielleicht auch bezogen auf den Schaden, muss man mal abwarten. Ansonsten auch der neue Spezialist mit seiner Passiven, dass er nach einem Kill Leben regeneriert, habe ich mir auch viel zu stark vorgestellt. Im Endeffekt ist es nicht so krass. Man muss dazu aber auch sagen, wenn das Klassen-Rework mit Patch 3.2 rausgekommen ist, wahrscheinlich irgendwann gegen Februar wird das passieren, dann sieht die Sache nochmal anders aus. Da muss man das ganze Balancing nochmal neu betrachten, bezogen auf Waffen, Gadgets, Spezialisten und so weiter. Und ich denke mal, dann wird es auch nochmal Anpassungen geben. Die zwei neuen Portal-Waffen, die reingekommen sind, XM8 und A91, sind auch okay. Hätte man vielleicht noch ein klein bisschen stärker machen können. Finde ich jetzt aber nicht so schlimm wie die, die zuvor reingekommen sind. Sie haben auf jeden Fall ein bisschen draus gelernt. Und mein Fazit grundsätzlich für die neue Season ist, dass es für mich persönlich die beste Season ist von allen dreien, die wir bisher hatten. Auch unter anderem, weil die Karte sehr gut für mich persönlich spielbar ist. Sie gefällt mir sehr. Auch 128 Spielereroberung läuft richtig gut. Die Performance ist sehr viel besser geworden. Auch der Battle Pass gefällt mir. Ist der beste von allen dreien, die es bisher gab. Zumindest für mich, weil da einige Skins oder generell Cosmetics drin sind, die mir sehr gefallen. Es gibt natürlich dann wieder sowas wie diese Drogendealer-Jacke, sage ich jetzt einfach mal, von Crawford, die scheiße aussieht. Dann die Stufe 100 Skins sahen bei allen drei Seasons nicht geil aus. Da machen die ja auch immer noch so Power Ranger draus. Aber grundsätzlich gibt es da ein paar coole Sachen mit bei. Auch die Camos gefallen mir teilweise. Unter anderem hat man da ja auch so ein paar Winterskins drin, die wahrscheinlich auch dafür gedacht sind, dass wenn Umbruch das Rework bekommen hat, dass die dann auch gespielt werden. Also eigentlich ganz coole Sachen mit dabei. Würde ich jetzt sagen, dass das Spiel nach drei Seasons besser geworden ist? Auf jeden Fall. Seit Launch hat sich einiges verändert, aber es ist immer noch längst nicht perfekt. Also es ist immer noch sehr weit davon entfernt, weil es immer noch Features gibt, wie zum Beispiel Squad-Management, das Spawn-System muss überarbeitet werden. Wir haben immer noch Probleme mit Maus-Input und so weiter. Also es gibt immer noch einiges, was getan werden muss. Da gehe ich aber nochmal in einem separaten Video drauf ein. Kaufempfehlung ist immer so eine Sache, finde ich. Weil jeder Mensch muss für sich selbst individuell entscheiden, wie viel Geld bin ich bereit für etwas auszugeben und wie viel nicht. Und es gibt einige, die sagen, 20 Euro für dieses Spiel wären vollkommen in Ordnung. Ich persönlich würde das auch so sehen. 20 würde ich bezahlen, mehr nicht. Vor allem, weil es ja auch immer wieder Angebote gibt.
Ich würde aber den Leuten da draußen auch empfehlen, vielleicht einfach mal ein bisschen abzuwarten, weil im Dezember sowieso ein Free-to-Play-Wochenende stattfinden wird auf Steam und für die Konsolen. Und da kann man sich das Ganze ja auch erstmal anschauen. Oder vielleicht auch in dem Game Pass irgendwie erstmal reintesten. Und dann kann man sich immer noch entscheiden, ob man dafür Geld ausgeben möchte oder nicht. Und traurigerweise muss man ja wirklich sagen, es ist am Ende genau so gekommen, wie wir es vermutet haben nach der Beta. Es ist wieder genauso gekommen, insofern, weil sie mussten jetzt alles, was da ist, verbessern, abändern, neu machen. Und dann ist alles, was irgendwie nebenbei noch dazugekommen ist, wie Hazard Zone, wie Portal und so weiter, hinten runtergefallen. Es gibt für Portal keinen neuen Content, Hazard Zone ist tot und wir kriegen jetzt gerade mal eine neue Karte pro Season und irgendwie gerade mal so ein, zwei neue Waffen. Woran liegt das, dass es so wenig Content gibt? Ich glaube, in erster Linie liegt es daran, weil sie am Anfang richtig Scheiße gebaut haben und ich glaube auch die Entwickler selber wussten das. Management hat wahrscheinlich trotzdem gesagt, scheiß drauf, Weihnachtsgeschäft, wir wollen, dass das Spiel rausgeht, das verkauft sich sowieso, ist egal, die Leute verstehen erst am Ende, was sie da gekauft haben. Ob das tatsächlich so war, weiß man nicht. Für mich persönlich macht es aber am meisten Sinn und ist für mich am logischsten, deswegen ist das für mich so die Wahrheit, die ich da jetzt rausziehe. Und jetzt haben wir halt das Dilemma. Wir haben jetzt, sagen wir mal, eine Abteilung, die sich auf Map Design spezialisiert bei DICE. Jetzt sagen wir mal, das sind so 10 Leute. Wir sagen jetzt einfach mal, das sind 10 Leute, die daran arbeiten und 5 davon oder von mir aus auch 6 oder 7 müssen die alten All Out Warfare Karten, die seit Release draußen sind, reworken, weil die einfach unspielbar sind. Und dann hast du noch den Rest von den Leuten, die an einer neuen Karte arbeiten. Kein Wunder, dass wir da kaum Content bekommen, weil die erstmal den ganzen Bums wieder gerade biegen müssen, den sie da veranstaltet haben. Und deswegen glaube ich auch, wenn nach Season 4 neuer Content kommen sollte, dass es dann mehr geben könnte. Es ist nur eine Vermutung, ich will hier gar keinen Hype bilden oder sonst irgendwas, aber wenn meine Vermutung stimmt, dass die nicht genug Manpower haben, um mehr Content zu generieren, bezogen auf beispielsweise Karten, dann kann es gut sein, dass es daran liegt, dass sie diese ganzen Reworks erst fertig machen müssen und wenn die alle weg sind, es ist ja nur noch Sanduhr, Manifest, Umbruch kommen ja jetzt, und dann haben wir noch ausrangiert. Wenn diese 4 Karten reworked wurden, dann kann ich mir gut vorstellen, dass nach Season 4 vielleicht auch mal irgendwie eine 5. oder 6. kommt, wenn es überhaupt noch Seasons werden, wo sie dann sagen, hier gibt es nochmal 2 neue Karten oder so. Hoffen wir mal, dass es da irgendwie noch mehr zu geben wird. Grundsätzlich sind sie aber jetzt so langsam auf dem richtigen Weg und schauen wir mal, wo die Reise auf jeden Fall noch hinführt. Ich weiß, dass es viele von euch da draußen gibt, die Battlefield 2042 niemals angefasst haben und wahrscheinlich auch niemals anfassen werden. Trotzdem ist es am Ende des Tages jetzt ein Spiel, wo man wirklich auch hin und wieder mal Spaß haben kann. Am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr übrigens würde ich ganz gerne nochmal einen Livestream starten. Auf YouTube würde ich das Ganze gerne mal machen. Und zusätzlich werden wir wieder einen Community-Server aufbauen. Wieder den 96-Spieler-Server, also 48 gegen 48. Next-Gen-Konsolenspieler und PC-Spieler sind natürlich herzlich dazu eingeladen, mitzuspielen über Crossplay. Die mit den älteren Konsolen können da leider nicht mitmachen, auch wenn ich mir das sehr wünschen würde. Aber ich würde mich natürlich über jeden freuen, der mitmachen möchte, denn wenn der Server am Ende voll wird, werden wir auf jeden Fall einen Heidenspaß haben. Ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was für Karten ihr gerne auf diesem Community-Server spielen wollt. Auf jeden Fall wird es Orbital und Speerspitze geben. Abgesehen davon könnt ihr mir gerne da Vorschläge machen und dann gucken wir, was wir am Ende noch mit reinpacken. Natürlich werden wir jetzt nicht alle in einem Squad spielen können. Trotzdem empfehle ich auch jedem, der da irgendwie Lust und Bock drauf hat, kommt gerne auf den Discord-Server, tauscht euch auch gerne in den Text-Channeln aus. Das ist nicht nur dafür da, um zu sprechen. Es gibt bestimmt den einen oder anderen da draußen, der keinen Bock hat, da immer mit irgendwelchen fremden Leuten zu labern. Müsst ihr nicht. Ihr könnt auch einfach so reinkommen, wenn ihr Infos zu irgendwelchen Updates haben wollt oder zu Battlefield oder auch einfach euch ganz normal austauschen wollt. Eure Meinung dazu könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von Season 3 haltet, von dem neuen Content, von den Fahrzeugen, Waffen, was auch immer. Und in diesem Sinne würde ich sagen, bis dahin, Freunde, macht's gut, haut rein und wie immer, ciao, ciao.